Moin Leute, Kameradschaft Teil 25. Ja, ich hoffe, die Finger sind immer noch richtig. 25 war recht einfach. Ja, wir sind beim FC Hansa Rostock, wir sind unterwegs. Es geht um Gewalt beim Fußball, Hooliganism, Hooligans, Gewalttätersport. Heute stellt man sich das ja vor, Hooligans treffen sich nur ganz ehrenhaft auf der Wiese und es ist alles ganz fair und so weiter. Klar gibt es das, aber wir als Rechtsextreme gehören mehr zu der Fraktion Randale und Prügelei am Stadion auf dem Weg hin, Fans zu finden oder Fans, ja, die auch auf der Suche nach Gewalt sind. Wir waren jetzt nicht so vernetzt, weil wir uns ja in der rechtsextremen Szene rumgetrieben haben, waren wir jetzt nicht so vernetzt, dass wir hätten andere anrufen können und hätten gesagt, ja, 10 gegen 10 auf der Wiese, das war nicht so meine Welt. Wie gesagt, nach wie vor suche ich ehemalige Hooligans oder aktive Hooligans, die gerne mit mir auf dem Kanal hier reden würden. Das würde ich richtig feiern. Ja, wir waren auf jeden Fall jetzt weg. Wir hatten die Ordner bedroht, wir hatten gerüttelt, wir hatten versucht, nach denen zu treten. Wir hatten vorher eine Schlägerei am Stadion, völlig unter Adrenalin. Man denkt wieder, man ist der Größte. War ja eine lange Störung in meiner Persönlichkeit, dass man gedacht hat, man ist unbesiegbar. Wir sind die beste Gruppe, wir sind die härtesten und wir können uns alles erlauben und werden nie erwischt. Und ja. Jetzt sind wir weggetrieben worden, nachdem die Polizei kam. Wir sind in unterschiedliche Richtungen weggelaufen. Und ja, kurz, weiß ich nicht, 50, 60 Meter weg von den Ordnern, von den Gittern, hat die Polizei uns auch sozusagen gecasht. Also das muss man sich so vorstellen, dass man dann so ein bisschen eingekreist wird. Ja, wir waren ja auch leicht optisch zu erkennen und jetzt hatte ich einen der Kameraden mit dabei, den ich gleich auch noch vorstellen werde. Und ja, jetzt hat man ja nur die Option, dass man entweder sagt, man schlägt sich so irgendwie durch, aber jeder, der mal mit einer BFE-Einheit von der Polizei zu tun hatte, da sind schon ein paar stabile Jungs dabei, die auch sagen, tuff, versuch, mach, ja. Also die sind auch den ganzen Tag im Training, die machen nichts anderes als Sport und dann ja, vorbereitet zu sein auf Demonstrationen, Fußballspiele und so weiter. Sind schon ein paar Jungs, ein paar Trupps dabei, die sagen, oh gut, kommt uns genau richtig, wir schwitzen hier sowieso in der Sonne oder frieren im Winter und dann macht mal. Also, aber natürlich gibt es da immer auch eine Legitimation dafür. Okay, wir versuchen dann noch irgendwie so abzuhauen, jetzt muss man sich das vorstellen, ich laufe so durch die Gegend, ja. Ja, sowieso noch gut alkoholisiert und dann stellt man sich so hin und die Polizei steht dann so 3, 4 Meter so entfernt und da hat man dann noch so gesagt, so, ja, was wollt ihr? Ja, ihr wart das da hinten an bei den Ordnern, wie so, nee, ne? Und dann, ja, da versuchst du natürlich so, man verpisst euch, ne? Und was soll das jetzt hier? Polizeistaat, ja, wir wollen hier nur Fußball gucken, dann müsst ihr euch irren und so weiter und dann sagst du, so, ja, Personalausweise her, bleiben Sie ruhig. Personalausweise her. Und dann natürlich wie immer die Reaktion, ne, gebe ich nicht und so, was soll das? Ich habe ein Recht drauf, ich berufe mich auf die, was weiß ich, auf die Reichsbürgerverfassung, ja, diesen Personalausweis von der USA GmbH, Deutschland GmbH, was weiß ich, will ich nicht geben. Ja, oh, da wird wahrscheinlich schon gleich mit den Augen gerollt unter dem Polizeihelm. Ist egal, ja, ihre Personalien werden festgestellt und dann zickt man halt richtig rum, so, ja, dann macht man richtig so einen harten und so, fass mich nicht an und so, ja, und dann kommt ja auch, meistens ist dann Teamleiter und Einsatzleiter dabei und so weiter und der hatte dann auch schon einen Ordner dabei, der dann mit dem Finger auf uns gezeigt hat und dann macht man ja auch so zurück, man hält, man denkt ja, man ist der Mittelpunkt der Welt, denkt man und dann sagt man auch zu dem Ordner, halt deine Fresse, ne, sonst sehen wir uns wieder und dein Gesicht ist gemerkt und so weiter. Man kommt ja gar nicht raus aus diesem Prollverhalten kommt man gar nicht raus. Wenn man sich das so über Jahre angeeignet hat, ist das ganz schwer wieder abzulegen. Das ist ein jahrelanger Prozess. Ich kann das jedem empfehlen, dieses Verhalten wieder abzulegen. Seitdem ich dieses Verhalten nicht mehr an den Tag lege, gegenüber auch Polizisten oder gegenüber anderen, kommt mir das halt auch nicht mehr entgegen. Das ist halt eine Erfahrung, ja. Also, ich habe an dem Tag, wo ich das alles gemacht habe, habe ich das natürlich provoziert. So, dann sagt man, fass mich nicht an und dann haut man auch so einen Polizeiarm weg und dann macht's auch zack und dann ist zu Ende. Dann geht's auch, sobald du anfängst, hier so einen Polizeiarm wegzuhauen oder so und ich gebe mein Perso nicht und dann zack ging das gleich, da geht's gleich in den Nacken und dann geht's auch sofort runter, ja.
Also sofort fixiert, der Sille, der mit dabei war, der auch sofort auf dem Boden. Ja, und dann liegt man da wie ein Maikäfer. Ja, liegt man zwar erstmal wie ein Maikäfer auf dem Bauch. Ja, auf dem Bauch, und dann gibt es sofort Kabelbinder ran. Und gerade weil man vorher so einen harten gemacht hat, und natürlich brüllt man dann auch rum, ja, hier, ne, was weiß ich, ACB und all den Blödsinn, was man da immer so rauspalabert. Dann gibt es halt auch Knie in Nacken, Knie in Rücken, so wie das die Polizei halt macht. Ja, wir haben das gerade in den USA gesehen, was natürlich so nicht geht, aber wird hier zum Fixieren auch gemacht. Jetzt vielleicht nicht so krass im Nacken, aber so wird so fixiert Polizei auch hier. Da gibt es den Arm auf dem Rücken und dann gibt es den Kabelbinder. Ich habe immer wieder unter den Videos steht Kabelbinder, Kabelbinder ist kein Problem, Kabelbinder ist kein Problem. Ich habe mal gesehen, wie Michael Smolik das Ding auch so aufgerissen hat. Ja. Ich kann jetzt auch im Baumarkt fahren oder zu Teddy und 50 Kabelbinder für 1 Euro holen und die haben so eine Stärke und damit kann ich nicht mal Rudolf beide Füße, beide Pfoten, Pfoten mit zusammen machen. Die Polizei geht nicht in Teddy und kauft da 100.000 Kabelbinder. Ein Polizeikabelbinder auf dem Rücken, sich da rauszumachen, das schaffen wahrscheinlich nur wenige Menschen auf dieser Welt und das sind dann auch, dann reden wir auch über die stärksten Strongmen, die man sich vorstellen kann oder so. Das ist nicht so eine Sache, die man mal nebenbei macht. Dann gibt es den Kabelbinder, der wird auch schön festgezogen. Da geht es dann auch nicht scheiß drauf. Hände werden blau oder sonst irgendwas. Das ist ja auch so ein Phänomen und da war ich auch ganz weit vorne und das belächle ich auch immer wieder im Internet. Das Geile ist so, besonders auch so Rapper und irgendwelche Street-Gangster, ja, wenn die machen dann harten, bepöbeln die Polizei, dann schlägt so eine BFE-Einheit zu, dann liegen die auf dem Boden und dann sagen sie, ich spüre meine Hand nicht mehr und ihr habt mir den kleinen Finger umgedreht und wieso muss ich jetzt im Dreck liegen, mir ist kalt und was weiß ich. Alter, das ist so, das geht dann so in die Peinlichkeit rein, da weiß ich mal gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so, dass es ohne die Provokation in den meisten Fällen in Deutschland nicht passiert, dass so eine Einheit dann zuschlägt. Das ist einfach ein Erfahrungswert. Und viele andere, die in diesen Szenen aktiv waren, die können das wahrscheinlich bestätigen. So, liegt auf dem Boden, scheiße Kabelbinder dran, man pöbelt, man beleidigt und so weiter. Ja, wird irgendwie, Portemonnaie wird rausgefriemelt, ne, aus der Tasche. Man wird dann auch irgendwann wieder aufgerichtet. Dann kommt auch immer wieder so ein Einsatzleiter auf einen zu und sagt so, so, passen Sie auf, ne, dann haben Sie irgendwann den Namen, passen Sie auf, Herr Schlaffer. Sie sind vorläufig festgenommen. Ihre Personalien sind festgestellt, die rattern dann gerade da durch den, werden dann durchgefunkt und so weiter. Ich kann Ihnen das sagen, die Reise für Sie heute am Stadion ist hier zu Ende. Beruhigen Sie sich, wenn Sie sich nicht beruhigen, geht es auf jeden Fall in die Ausnüchterungszelle und so weiter. Beruhigen Sie sich und wir werden dann jetzt mit Ihnen eine Fahrt zum Revier machen. Dann kann man in seinem alkoholisierten Gewalttätergehirn kann man für sich entscheiden, dass man sagt, halt die Fresse du und wenn ich Hände frei habe, boxe ich euch alle um und mach Karate. Kann man so machen? Dann kann ich euch sagen, es wird die Nacht auf jeden Fall auf der Holzpritsche im Polizeirevier relativ lang. Da sollte man irgendwann in den Gang in Leerlauf schalten und sagen, ja, ich lasse das jetzt über mich ergehen. Wir haben dann relativ gechillt. Ich sag's mal relativ, ja. Von der Eskalationsstufe, ich mach deine Mikrowelle kaputt und kidnappe deinen Hamster, runter zu, ja, ist mir scheißegal, was soll das hier, wir haben nichts gemacht und das ist dann für die Polizei schon relativ okay. Ab in den Kastenwagen, ja, Sille und ich in einen Wagen zusammen und sind dann auch zu einer Verwahrstelle gekommen. An dem Tag, also dann kommt man da an und auf dem Polizeirevier waren auch andere von dem Spieltag, waren ja auch andere noch, die sich sozusagen daneben benommen haben, Gewalt ausgeübt haben oder zu stark alkoholisiert waren, waren auch noch andere auf dem Polizeirevier. Und das Thumbnail, das ich für dieses Video hier benutze, das ist noch, weil die Polizei ein kleines Telefon von, damals gab es ja noch diese Klappdinger, was weiß ich, so von Motorola oder was weiß ich, ich weiß gar nicht, ob die Marke noch gibt. Da ist dieses Foto entstanden, weil auf der Verwahrstelle die Polizei hat irgendwie, was weiß ich, 15, 16 Leute da hingebracht
und konnte die nicht alle schnell genug verarbeiten. Ja, da muss man ja auch, ne, wir sind in Deutschland und das ist auch richtig so, da gibt es auch ein bisschen Bürokratie und Aufnahme und ja, da muss dann gecheckt werden, jeder musste dann pusten, Alkoholwerte feststellen, Personalien und so weiter und dann sollte man in die Zellen verbracht werden. Aber die konnten die Leute nicht schnell genug abarbeiten und dann wurden Sille und ich unten am Treppengeländer festgemacht mit Handschellen. Und da ist dieses Foto entstanden von dem Thumbnail, wo wir beide mit der Handschellen haben sie uns durch das Treppengeländer haben sie uns festgemacht mit einer Handschelle, sodass wir gegenseitig abhauen können. Und da hat Sille noch dieses Foto gemacht von unseren beiden Händen. Das hat die Polizei dann mitbekommen, Handy dann auch weg natürlich. Also so ist dieses Foto dann entstanden. Und dann waren wir natürlich da, dann wird man eingecheckt sozusagen wie im Hotel. Und man sagt so, nee, wir haben uns jetzt doch beruhigt. Dann sieht man auf jeden Fall, scheiße, die anderen feiern einen geilen Tag. Ja, einen geilen Tag. Das Fußballspiel ist nachher zu Ende. Wir wollten in Rostock noch los oder mit dem Zug nach Hause, wollten dann in den Werwolf-Club oder noch in eine Kneipe gehen und so weiter. Und du hängst jetzt auf dem Polizeirevier ab. Toll, weil du gegen den Zaun getreten hast und einen Harten gemacht von den Ordnern, hast du deinen eigenen Tag ruiniert. Und das vergessen immer ganz viele auch, die unterwegs sind im Bereich der Gewalt, Extremismus und so weiter. Man ruiniert ja seinen eigenen Tag, man ruiniert den Tag von anderen, aber auch seinen eigenen. Das ist ja auch immer so. Es gibt dann, du weißt, es gibt jetzt vielleicht eine Anzeige, haben die Ordner angezeigt oder haben sie die anderen gefunden, mit denen man sich vorher geboxt hat. Alles rattert durch den Kopf. Das kann wochenlang andauern, dass man denkt, scheiße, ich habe doch Bewährung oder ich habe keine Bewährung. Kriege ich dafür jetzt Bewährung? Kostet das wieder Geldstrafe? All diese Themen ploppen dann auf und es nervt einfach. Ich kann es immer wieder sagen, es ist Belastung für den Kopf, die sehr unangenehm sind. Wir sind dann noch relativ kurz in die Zelle gekommen und da unser Alkoholwert jetzt nicht übermäßig war, also dass wir noch her unser Sinne einigermaßen waren, ja, man kommt ja auch in die Zelle, also dann Schuhe aus, Gürtel ab, alles, womit man sich so strangulieren könnte, ja, sich selber verletzen könnte, wird einem abgenommen. Ja, Fingerabdrücke und so wurden da nicht genommen. Also wir haben gepustet, Personalien wurden aufgenommen, dann wurden wir nochmal durchsucht, Schuhe aus, Gürtel ab und so weiter. Dann eine Befragung fand nicht statt aufgrund des Alkoholwertes. Ich weiß meinen Alkoholpegel nicht mehr, aber er muss noch einigermaßen gewesen sein. Ich weiß es auch nicht, ob es da Grenzen gibt. Kann ja jemand von der Polizei gerne mal kommentieren, ob es da Grenzen gibt, ab wann man jemanden wieder gehen lässt oder so. Und ja, dann sitzt man so, dann brüllen einige noch in den Zellen rum. Das ist ja auch immer so nervig. Ja, dann wird da noch Hansa Rostock-Lieder gesungen, die ich nun auch alle nicht kenne. Ja, keine Ahnung, war jetzt ja nur nicht so unbedingt mein erster Verein. Ja, und dann, bis einige dann beruhigen, dann treten einige gegen die Türen zu, schlagen dagegen und beleidigen die Polizei und so weiter. Das ist nicht sehr hilfreich, dass alle rauskommen wollen. Auf jeden Fall wartet die Polizei so lange, dass das Spiel zu Ende ist, dass die gegnerischen Fans weg sind und die eigenen Fans weg sind, damit man nicht wieder so zum Stadion fährt, Spiel ist zu Ende und man wurde gerade wieder von der Polizei entlassen und stellt sich vor das Stadion und sagt, oh, ich bin der größte Held. Ja, und guck mal, ich komme gerade von der Polizei wieder und lässt sich von der eigenen Gruppe feiern, was ja immer so gemacht wird. Das ist echt ein No-Hate hier gegen Leute, die das heute noch so machen. Aber ich wünschte, dass du könntest das von außen angucken, wie peinlich das dann so alles ist. Ich musste das auch erst lernen und bin ich heute peinlich berührt drüber. Das heißt, alle sind abgereist, am Stadion ist nichts mehr los, in der Stadt ist es relativ ruhig, Polizeikräfte abgezogen, ja, Bundespolizei weg und dann wird man in Etappen auch rausgelassen. Der Sille und ich wurden dann nach relativ kurzer Zeit rausgelassen. Ich würde sagen, was war das vielleicht? Vier Stunden oder so, ja, wird man dann entlassen. Man kriegt auch ein Platzverbot, ja, oder man kriegt die Anweisung, ohne Umwege, ohne noch anzuhalten beim Kiosk und sich Bier zu holen oder Schnaps zu holen, nicht mehr in eine Kneipe zu setzen, zum Bahnhof zu gehen, sich in Zug zu setzen und sich bitte wieder nach Wismar zu verpieseln. Wir wurden nicht zusammen entlassen. Ich weiß nicht mehr, wer von uns als erstes entlassen wurde, aber der eine hat auf den anderen gewartet dann draußen und dann, ja, draußen feiert man sich ab, hat das Handy, hat das Bild und schickt das gleich rum. Yeah, wir wurden gerade festgenommen, wurden wieder gehen gelassen. Wow, wie cool. Und so weiter. So, ab in Zug, ab nach Hause.
mit Sicherheit noch in Werwolf-Club rein, die anderen alles gefeiert, war einige noch nicht da und dann hat man das erzählt. Dann macht man die Geschichte auch ein bisschen größer, ja, also wie gesagt, oh, den einen Ordner, den habe ich noch voll erwischt und den Bullen habe ich, glaube ich, noch was mit dem Ellbogen mitgegeben oder so. Ich bin bei solchen Storys immer sehr skeptisch, wer dann immer sowas erzählt. Es gibt sie, aber meine Erfahrung ist, und da könnt ihr mal sagen von diesen Storys, wie viel Prozent davon immer real sind. Und ich würde sagen von den Storys, kommentiert mal selber, wie viel Prozent. Ich würde sagen, von den Storys, die Leute erzählen, dass sie genauso hundertprozentig waren, wenn sie erzählen, dass jemand 3 Meter geflogen ist, würde ich sagen, 2%. Die meisten sind dann immer, da stellen sie sich als die besten, härtesten Kämpfer da und so weiter und alles kein Problem, kein Schmerz, keine Angst, kein nix. Dann bin ich immer sehr, sehr, sehr kritisch. Abend ausklingen lassen. Relativ schnell kam vom FC Hansa Rostock kam ein Stadionverbot. Stadionverbot und auch, auch auf den Stadion, das ist ja nicht nur der Eintritt ins Stadion, sondern auch noch so dieses Terrain um das Stadion herum. Ich habe dann auch noch vom DFB, meine ich, weiß das gar nicht mehr, wer da der Absender war, habe ich dann auch noch bundesweites Stadionverbot bekommen. Das hatte ich in Lübeck ja auch schon mal bekommen. Genau. Ja. Ich glaube, das war in dem Zusammenhang. Ich durfte dann auch später nicht an EM spielen und so. Muss ich nochmal in meine Gedankenwelt eintauchen, Leute. Ja, das kam relativ schnell. Mir scheißegal. Ist auch wieder wie so eine Auszeichnung. Ist egal. Bin ich halt zu hart fürs Stadion. Ja, so kann man sich das alles immer hindrehen. So kann man sich seine Welten hindrehen. Ich hatte jetzt den Sille erwähnt. Der Sille wurde sozusagen ein Freund von mir. Der Sille war ein paar Wochen vorher gerade wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Weswegen der wieder da war, weiß ich nicht. Aber das waren immer so auch kleinste Rumgepimmeldelikte. Aber davon hat er viele gesammelt. Ich glaube, der war jetzt kein Schläger, war eher weich. Der hatte sich dann auch in meine Ex Mel verliebt. Die hat ihn dann immer nicht beachtet. Der war dann der gute Kumpel, aber ohne die Vorzüge von richtig guten Freunden. Ja, was mich jetzt nicht so störte. Und er war da so schwer verliebt, hat dann auch immer mal so rumgeheult und so. Ja, aber war mir gegenüber ein ganz cooler Freund. Der kam aus dem Gefängnis raus, wusste nicht wohin. Ich hatte ja mittlerweile so ein Lodderleben, die mal da mich getroffen mit der und mit der getroffen und so weiter. Ich hatte noch einen Raum frei bei mir im Haus oder mehrere Räume und habe gesagt, wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, kannst du erstmal zu mir kommen. Der ist 3-4 Jahre jünger als ich. Und der hatte draußen dann auch eine Frau und hatte schon 2 Kinder. Da wollte er dann nicht hin, sie wollte ihn zurück, aber immer wenn er da war, gab es gleich immer Mord und Totschlag und er hat dann auch mal Geld mitgenommen, was weiß ich, auch unzuverlässig natürlich, ja, war dann auch unzufrieden, wollte irgendwie eine hübschere Freundin haben, aber er selber, ja, muss ich mal sagen, da hätten Zahnarzt auch ein bisschen Geld verdienen können und so und ist jetzt Hashtag No Hate, aber man muss ja auch sich selber manchmal im Spiegel betrachten und dann sagen, okay, ja, muss es dann jetzt Pamela Anderson sein, wenn man selber wie Hans-Paul Petersen aussieht, ja? Da muss man dann auch mal ganz ehrlich mit sich sein, ja? Ich weiß, Charakter, ich will die Diskussion hier drunter gar nicht haben, ich weiß, mit Charakter kann man auch punkten, aber das Äußere ist, das Auge ist ja nun mal auch mit. So, also, auf jeden Fall ist der bei mir eingezogen, mit einem Rucksack, hatte dann, glaube ich, bei mir sogar einen Mietvertrag bekommen, dass die Miete von Hartz IV dann auf mein Konto kommt und so weiter und hatte mir dann so ein bisschen ausgeholfen und mit dem habe ich mich dann auch wieder ein bisschen für Fußball interessiert. War dann auch so, dass wir jetzt ja immer wieder auch mit diesen Türsteherleuten aus Wismar zu tun hatten und das Thema Hansa Rostock war für mich dann noch nicht ganz beendet, sondern ich weiß nicht, 2 oder 3 Wochen später, jetzt hatten die ja mitbekommen, dass wir ab und zu hingefahren sind. Ich habe jetzt nur die eine Story jetzt erzählt, aber wir waren öfters mal da und das lief immer ähnlich gleich ab. Es gab nicht immer Schlägereien, aber es war immer viel Alkohol, es gab immer Ärger mit Ordnern, immer im Stadion irgendjemand angepöbelt. Das war immer relativ sicher im Zug. Das ist, glaube ich, bei vielen dieser Gruppen sehr, sehr ähnlich. Ja, also da könnte ich jetzt 30 Sachen erzählen, aber dann würdet ihr irgendwann sagen, nach der dritten, ja, wo ist jetzt der Unterschied? Genau, da ist nämlich keiner, weil die Abläufe sind alle immer relativ gleich. Und einige dieser Türsteherfirma, die haben sich dann immer auch beim Fußball geboxt. Einige von denen haben sich wirklich für den Verein interessiert, einige eher nicht.
Aber es gab immer die gute Chance, sich zu boxen. Und wir wurden dann auch als Kameraden eingeladen, weil da sollte ein Spiel, wenn ich mich nicht ganz täusche, gegen eine Berliner Mannschaft sein. Hansa Rostock, das muss so 2004, 2005 gewesen sein. Ich weiß es nicht, welche Liga, aber einer der Berliner Vereine, was weiß ich, BFC, Union, Dynamo, keine Ahnung, mit denen Hansa Rostock gut oder schlecht war, aber man wollte sich auf jeden Fall irgendwie zum Boxen treffen. Okay, wurden wir gefragt, sind die zum Werwolf-Club gekommen und haben dann gesagt, so ja, am Wochenende steht an, Spiel, Hochsicherheitsspiel. Ich sagte so, ja, ich kann eh nicht ins Stadion, ums Stadion geht's nicht, scheiß drauf, weißt du, wir gehen vorher irgendwo und sitzen und gucken das Spiel, kein Alkohol, weil wir danach uns mit den Berlinern treffen wollen, wir wollen uns mit den Berlinern boxen. Das ist für die Vereine ganz wichtig, untereinander einen harten Ruf zu haben, ja. Es gibt gewisse Fangruppierungen, die haben einen sehr harten Ruf. Dann gibt es Vereine, wo man sagt, ja, da ist vielleicht nicht so viel los und so weiter. Dieses Image ist für viele Vereine ganz, ganz, also für die Fankultur ist vieles von denen, ist das für die wichtig. Dann haben sich auch drei, vier, also ich, Sille, dann Gesichtsbruch Thorsten, Thomann, ah, vier, fünf Leute haben sich dazu nicht breitschlagen lassen und gesagt, ja, kommen wir mit, wollen wir auch mal ausprobieren. Und dann, ja, einfach nur zieht eine Jogginghose an, ja, und ich meine, wir sollten alle ein blaues T-Shirt anziehen. Da erinnere ich mich noch dran, weil ich habe dann von, ich hatte bei mir im Versandhandel hatte ich blaue T-Shirts von Barking Dogs, hieß die Band Royal Aces, hatten die eine CD raus. Das war so eine deutsche Rechtsrockband, die Motorhead ähnlich klang. Hashtag No Werbung. Und diese blauen T-Shirts, weil die Farbe von Hansa Rostock halt weiß-blau, mit ein bisschen Rot drin, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wir sollten blaue T-Shirts anziehen, das ist dann ganz wichtig, dann, wenn man sich mit mehreren trifft zum Boxen, dass man sich ja auch erkennt, dass du weißt, auf wen man einschlägt. Ich habe das mal ganz früher in der Einstieg-Rechtsserie erzählt. Bei meiner ersten Prügelei beim VfB Lübeck habe ich einen eigenen Lübecker geschlagen, weil ich halt einfach nicht wusste, wer wo zugehört. Aber da habe ich ja dann meine Quittung auch danach für bekommen. Und dann fährt man so los. Das ist dann schon eine recht lustige Ansammlung gewesen. Das muss man sich so sagen. Ein bisschen Türsteherei, ein paar Leute daher. Und dann gibt es so zwei, drei Leute, die dann Handynummern von den anderen, von den Berlinern haben. Die sind dann untereinander so teilweise vernetzt. Aber das sah dann schon so aus. Das war schon ein großes Bauchtaschentreffen. Ja, also da muss ich schon sagen, da waren Bauchtaschen von aus ganz Wismar und Rostock zusammen. Und dann so Bodybuilder-Hosen. Ja, so Uncle Sam wäre stolz gewesen auf diese Werbung. Und was weiß ich, ja, dann die Bauchtasche dazu, dann dieses blaue T-Shirt drüber und alle stehen dann so hart rum, alle gucken sich und ja, dann ist man so mit so zwei, drei Transportern losgefahren, zwei Autos, ja, 20, 25 Leute und alle so pushen sich so auf, richtig geil, alle schon so Mundschutz, immer so, weißt du, so alles so mit dabei, ja, dass man auch so besonders wichtig aussieht. Und dann sind wir losgefahren Richtung Rostock. Wir selber hatten davon wenig Ahnung. Ich habe gesagt, die Wiese war nie mein Spielplatz, aber war jetzt keine Sache, vor der ich mich so gefürchtet habe. Ich fand das auf der Straße immer, fand ich noch fast gefährlicher, weil dann immer Messer zum Einsatz kamen, ob mit Aschenbechern zugeschlagen worden ist oder irgendwas, was in der Gegend rumlag. Ganz andere Gruppendynamik. Und hier habe ich mir halt immer gedacht, ja, was soll passieren? Ja, kriegst ein blaues Auge, Nase bricht oder Zahn raus. Ist jetzt nun nicht, dass ich jetzt sage, dass mich das zu dem Zeitpunkt abgeschreckt hätte. Da habe ich jetzt heute keinen Bock mehr drauf. Also ja, bitte lass mich in Ruhe. Aber zu dem Zeitpunkt, wenn man sowieso so Gewalt geatmet hat und Gewalt so gelebt hat, war das jetzt nun nichts, was ich gesagt hätte. Ja, okay, das hätte mich jetzt abgeschreckt, wenn ich mal ein blaues Auge habe. Ja. Und dann sind wir losgefahren. Man peitscht sich auf während der Autofahrt. Irgendwann gab es dann so die Idee, dass wir das Spiel noch irgendwo gucken können, weil es war klar, dass wir uns danach treffen. Es wurde dann auch schon dunkel. Das muss ein Abendspiel gewesen sein, nach meiner Meinung. Aber da kann mich meine Erinnerung täuschen. Aber irgendjemand wird das hier schon recherchiert bekommen. Und dann hieß es, nee, lass in den Autos warten. Haben wir uns bei so einer Tankstelle hingestellt, so an die Seite. Und haben dann über das Fanradio oder über das Radio dem Spiel zugehört. Mir war das völlig piepsegal, wie die spielen. Aber die Anspannung war schon groß und für viele, die neu dabei waren, dann
peitschen sich auch alle so ein und so nachher und dann gehe ich mit dem Frontkick gleich los und so weiter. Ja, ist, ja und ich, ja und lass uns gegeneinander aufeinander aufpassen und so weiter. Viele, die hier da, so bei sowas mal dabei waren, die kennen das so, ja, oder lass uns als Kolonne losgehen und nach vorne, die drei vorne und dann an den Flügeln stehen und so weiter, dann geht man nach vorne und dann irgendwann auf Kommando läuft man los. Und alles wurde vorbereitet und der Adrenalinpegel steigt dann noch. Das ist richtig anstrengend. Also nach so einem Tag, wenn man diese Adrenalin, wenn das so pumpt und ja, dann weiß man, also wenn man da abends nach Hause kommt, ist man rattentot, als wenn man 12 Stunden auf dem Bau irgendwie gemauert hat. Da verstehe ich auch, dass jeder nach Hause kommt und sich todmüde ins Bett lädt. So ungefähr fühlt sich das dann so auch an. Okay, wir warten und dann telefoniert. Ja, ja, okay. Wir sind am Stadion, die Gästefans sind dann oft ins Stadion noch rein, die beherrschen sich dann auch oft mit Alkohol und so weiter. Ja, es wird viel verbreitet worden, ist mit Drogen, Kokain, Schmerzmittel vorher, Amphetamine, alles möglich wird vorher konsumiert, um enthemmt zu sein, Schmerz zu unterdrücken, Adrenalin aufzupushen, selber wacher zu sein. Ich persönlich, ich muss dazu sagen, ich hab ein paar Mal mich in meinem Leben nachher mit Leuten auch geboxt, die sehr, sehr druff waren. Ich kann sagen, das täuscht dieses Gefühl. Ja, Kokain macht einen nicht schneller, macht einen nicht unbedingt handlungsfähiger. Also da kommen noch ein paar Storys. Und dann kam der Anruf und sagt, ja, Spiel zu Ende, Stadion. Wir fahren über die Autobahn raus, Rostocker Stadtautobahn, wo Globus ist. Sagen sie, fahren sie raus und das sollte der erste Treffpunkt Globus sein. Und da haben wir gesagt, los geht, los, alle Mann in die Autos. Und da hat man gesehen, 20, 25 Mann mit blauen T-Shirts ab in die Autos. Wir fahren zu Globus, los geht's. Und wie das weiterging, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Leute, Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert gerne. Das Buch ist draußen, Hass macht Gewalt. Freue ich mich, wenn ihr mich da unterstützt. King unter den Kongs gibt's die T-Shirts, Hoodies und so weiter. Da freue ich mich auch drüber, wenn ihr das supportet hier. Besonders großen Dank an die Kanalmitglieder, an die Leute von Patreon, die diesen Kanal möglich machen. Auch, dass wir wieder Interviews führen können. Und der Verein dahinter ist Extremistlos e.V. Ihr könnt auch auf die Homepage gehen, philipp-schlaffer.de. Auch da könnt ihr ein Webinar machen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und verbleibe mit einem Ahoi von der Küste.